So, okay, und wir dürfen hier hoch. Oh je. Oh, okay, hier geht's wieder raus. Eigentlich war doch die Mission, den Höhleneingang zu finden. Hier steht's doch. Sieht mal mehr aus wie ein Ausgang. Finde einen Weg in die chinesische Ruinen. Okay. So, okay, Shia. Sieht's mal sicher aus. Oh! Ein Schuss mit dem Pfeil, aber. Na, geh nicht so weit hinter. Okay, der ist ein bisschen komisch gestorben. Und gleich kommen seine Kollegen. Also warum schnauft der so? Das MG? Ja, genau, haben die auch noch ein MG. Richtig genial. Hallo, hallo? Hallo, warum werfen die Granaten? Die haben mich noch nicht mal gesehen. Oh, da war einer. Wie konnte ich ihn verlieren? Den Drecksack! Oh, guck mal da oben. Ah, da unten. Okay, ich bin da oben. Zack! Wenn ich dich finde, schlitze ich dich auf! Na toll, jetzt habe ich nur noch ein Pfeil. So, jetzt warten wir noch mal kurz, bis die wieder hier ein bisschen runterkommen. Dann tun wir unsere Pfeile einsammeln. Obwohl ich denke, so viele sind es auch vielleicht gar nicht mehr. Ich meine, wie viel haben wir jetzt schon? 4 Stück oder 3? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oh, okay, auf dem Radar sind schon mal 3 Stück. So, was können wir mit dem anstellen, wenn er kommt? Eigentlich nicht viel, außer Krach machen. So, den haben wir schon mal markiert. So, okay, jetzt sind sie aber wieder ein bisschen chilliger drauf. So, Munition, Pfeil. Sehr schön. Können wir den wieder rausholen? Oh je, erstmal kurz eine Runde markieren. Da oben ist keiner. Oh, an dem MG halt noch. So, was haben wir hier? Alter, wie liegt denn der da? Mit seinem Bein so nach oben gestreckt. Okay. Der hat doch sogar einen Pfeil. Ist ja von da oben runter geflogen, oder wie? So. Wow. Das war sehr knapp. Ich wollte eigentlich nur kurz meinen Pfeil. Die gucken alle in meine Richtung. So, wo ist er hingeflogen? War der gut oder schlecht? Ich habe selber nicht mal gesehen. Ich weiß nicht, ob wir den wegholen können. Ich meine, die Kollegen sehen das dann, aber solange sie mich nicht sehen. Packen wir. Liegt das an mir? Oder war da wirklich was? Nee, da war wirklich. Oder ich nehme eine Granate. So, hier so. Zack. Oh yeah. 3 Hammer. Können wir den auch hier mit der AK ausschalten? Von mir aus. So geht das. So, aber hier haben wir noch einen Pfeil. Irgendwo. Okay, der ist schon wieder weg. Ich glaube, da müssen wir uns immer ein bisschen beeilen, dass wir die Pfeile bekommen. So, da haben wir schon den Pfeil. Oh, was haben wir hier? Danger. Das wäre natürlich auch cool gewesen. Aber egal. Ist jetzt schon zu spät. So, checken wir die noch durch. Dem fetten MG. Alter, wie hat der hat sich hingelegt. Kann ich gar nicht plündern. Hallo? Okay. Dann lassen wir den mal. Ich meine, die paar Dollar. 90 ist auch nicht so Affen. So ein Affentheater zu machen. Für die paar Dollar. Alter, guck mal da. Oh, wie süß. Oh ja, der kleine Affe. Oh ja, hallo, kleiner Affe. Ja, hallo. Ja, hallo. Der ist eigentlich als Feind markiert, macht aber gar nichts.
Einmal hier einen Kopf gefasst, schon gibt er Leder. Das war auch mal eine geile Animation. So, hier haben wir sogar ein paar Blümchen und eine Schlange. So, bemerkt hat uns keiner. Hier sieht es aus, als wäre es zugeschüttet. Oh, wir müssen aber hier runter. So, und warum ist hier was Rotes? Hm, oh je. Ja, das meine ich nämlich. Oh, ich habe zuerst viel gedrückt. Komm. Oh, ich habe doch drauf geschossen, ey. So, gehen wir nochmal kurz hoch. Eieiei. Hab's ja schon geahnt. So, mal kurz nachladen. So, wo sind wir hier eigentlich, ey? Ich hier jemals wieder rausfinde. Haben wir da hinten eigentlich was Verstecktes? Sieht eigentlich fast so aus. Wie ein Krokodil oder so. Hm. Dann schauen wir mal. Was? Okay, eine Pflanze. War das irgendwie eine spezielle Pflanze? Alter, ich sehe gar nichts. Hilfe, wo geht's wieder raus? Eieiei. Okay, so, wir müssen hier rein. Das Siegel kann ich sicher drücken. An Indy. Indiana Jones. Das war mal ein richtig Indiana Jones-artiges Rätsel, ey. Heieiei. Harrison Ford wäre stolz auf mich. So, na toll. Alles unter Wasser. So, wie ist die Lage? Hier sieht's mal bis jetzt noch gut aus. Oh. Okay. Hier haben wir eine Blume. Brauchen wir aber ich nicht unbedingt. No, springen dürfen wir auch noch. Yes! Okay, darauf war ich jetzt nicht gefasst. Ich habe nur so einen Affen gehört, habe gedacht, so okay, kräfte mich jetzt an. Und dann bin ich schon runtergeflogen. Na super. So. Muss bestimmt auf den Vorsprung. Hm. Zwei Schalter, einfach. Hm, okay, was ja. Ah. Und warum zwei? Sollen wir gucken, was hier passiert? Ja, das sah schon mal sehr gut aus. Komm schon. Hier, was passiert hier? Sieht schon mal um einiges besser aus. Da hinten hat sich nichts getan. Ja, dann gehen wir hier rein. Die Stange sieht verrottet aus. So, wie hier auch noch. Oh, noch ein bisschen näher hin. Na, komm on. Da ist jetzt der komische Pfahl im Weg. Das war aber. Ah, jetzt müssen wir ganz schnell zurück. Am besten. Und dann kommen wir wohl auf den Vorsprung hoch. Ah, noch nicht ganz. Müssen wir wohl hier rein. Da nochmal dasselbe machen. Okay. So, kann ich hier auch hoch? Irgendwo? Irgendwie? Ach, vielleicht da drüben. So, und dann muss ich nachher da durchschwimmen. Das muss ich. Oder ich komme hier oben rum. Nee, glaub nicht. Na, come on. Hallo. Das sollte funktionieren. Funktioniert aber erst, wenn ich alle drei weg habe. So, jetzt wird's spannend. So, und los geht's. Ich hoffe nicht, dass wieder ein Krokodil kommt. So, also doch oben rum. Eieiei. Mich der blöde Stein auch noch erschrocken, ey.
So, okay. Ist hier was Spezielles? Hat sich die ganze Anstrengung gar nicht gelohnt. Oh, hier hat man eine Kiste. So, in der Schatzkammer sind wir jetzt. Okay, hier gibt es auch ein paar Kisten. Noch so ein paar komische Vasen und so Zeugs. Die interessieren uns aber jetzt nicht. So, schauen wir mal hier hin. Wow. Okay. Das sieht auch mal eigentlich richtig geil aus, so mit dem Tal und so. Okay. Da könnte ich wetten, da passiert auch noch irgendwas. Ist das das, wonach ich suche? Scheiße. Okay, bricht da jetzt alles ein, oder? Muss ich mich jetzt beeilen? Hallo, ich häng. Hallo, 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 hallo. So, jetzt geht's los. Wow, wow, wow. Okay, schön langsam. Na, super. Okay. Vielleicht bricht was weg. Ich merke schon, dass ich zu fett bin. Oder auch nicht. Puh. Ist gerade weggebrochen, oder? Ach so, na, okay, da fliegt mein Stein drauf. Okay, einmal hier durchquetschen. Oh. Wie findest du mich immer? Ich weiß. Du hinterlässt eine Spur menschlicher Brotkrumen. Helen fucking Keller könnte dir folgen. Die Leichen sind mir egal. Kommst du hoch? Komm, gib mir die Hand. Ich hab deinen Dolch nicht, okay? Nein, 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 nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte, aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Spielst zu viele Spiele, hä? Na fein. Ich spiele einfach noch eine Runde. Bitte dich mit Geet. Ich habe nur diesen Ring gefunden. Ich bitte, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Steck ihn mal dran. Das Ding ist echt verhext. Mein Herz bebt vor Vorfreude. Ich sehe dich dann, Jace. Du weißt, wo ich hingehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenne dein Ziel. Na, super. Also ich habe bei dem Typ irgendwie ein ganz schön schlechtes Gefühl. Der taucht irgendwie immer aus dem Nix aus und verschwindet auch irgendwie immer im Nix. Ganz komisch, der Typ. Und wenn der seinen fucking Dolch hat, den ich ja eigentlich auch brauche, bin ich mal gespannt, was dann passiert. Da hinten hätten wir einen Turm, aber brauchen wir den überhaupt? Welches Gebiet haben wir ja schon? Hier ist irgendwo der Turm, keine Ahnung. Hier Vogelhausturm, denke ich mal. So, wo sollen wir hin? Oh, guck mal, hier gibt's Bären. Oh. So, dürfen wir hin? Ah, hier hin. Oder sollen wir mal kurz in die Stadt reisen? Nach ein paar neuen Waffen schauen und so Zeugs? So. Okay. Gehen wir mal kurz in den Shop rein. Der war hier. Oh, gleich kommt wieder die Waffe mit der Wummel. So, wir können jetzt erstmal Munition holen oder... lass mir überlegen, wir können auch mal gucken. Hier mal anpassen, was man da noch Schönes machen kann. Schalldämpfer wäre natürlich auch ganz cool. Können wir den eigentlich auch ein bisschen so lautlos benutzen. So, beleuchtet High Power. Ich weiß nicht, was es beleuchtet. Dieses Visier verfügt über einen beleuchtenden Absichtspunkt. Sehr nützlich, um Ziele bei Nacht zu erfassen. Ich weiß ja gar nicht, ob das es bringt oder nicht. Ich meine, so viel Geld habe ich jetzt auch nicht zum Ausprobieren. Ich würde eigentlich eher zum High Power tendieren. Deshalb würde ich mal sagen... Ach komm, das können wir einfach mal zum Ausprobieren. So, und dann machen wir noch einen Schalldämpfer drauf. Damit es schön leise bleibt. Ansonsten...
haben den dabei, den hier. Können wir einen größeren Kanister machen, aber zurzeit brauche ich ihn eigentlich gar nicht. Das ist halt die Frage, ob ich ihn irgendwann wieder brauche oder nicht. So, hier. Ich weiß nicht, das Schauschüssen-Ding, das bringt eigentlich mir auch nicht so viel. Hier, das gibt sogar eine bessere Genauigkeit. Auch weniger Reichweite. Aber so weit schieße ich eigentlich gar nicht. Ich meine, man hat ja da die Markierung mit den 50, 80, 100 Meter oder so, aber irgendwie schieße ich eigentlich gar nicht so weit. Deshalb denke ich mal, könnte sich das Rotpunkt vielleicht sogar besser rentieren. Oder ach komm, lassen wir es einfach mal so drauf. So, was haben wir denn noch dabei? Eine AK. Oder wir nehmen mal die mit. Die F1. Ein Pull-up-Sturmgewehr aus Frankreich, das Salven zu je drei Kugeln verschießt. Yo. Da nehmen wir mal mit. Weiß nicht, optisch, rot, Reflex. Sagen wir mal Rotpunkt drauf. Vielleicht noch ein weiteres Magazin, damit wir schön ballern können. Achso, wir sollten es glaube ich noch reintun, gell, ins Inventar. Wir haben mal sehr schlau. So, und ersetzen die da. So, vielleicht noch ein bisschen Munition mitnehmen. So, zack. So, haben wir genau genug Geld. Oh, da können wir gerade noch unser Zeugs verkaufen. So, das können wir alles verkaufen. Zack, zack. Ja, da haben wir richtig viel Krusch gesammelt. So, das hier verspritzen, okay. Obwohl, das ist blaues Blatt. Ja, blau brauche ich nicht unbedingt. Wenn dann grün. Können wir eigentlich auch mal wieder sammeln, Grüne. So, und dann haben wir schon wieder fast 700 Dollar. Mein Name ist Jackie. Ich bin Waffendealerin. Keiner glaubt mir. So, und dann gehen wir mal wieder zu dem Bug. Bruck oder wie auch immer. Ich habe schon den Namen schon wieder vergessen. Ich will mich auch mit dem gar nicht so groß anfreunden. So, hier haben wir die Waffe. Ja, sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. So, sonst haben wir eigentlich an groß nichts geändert. Obwohl doch hier bei der Sniper. Weil das sieht jetzt auch ganz schön mächtig aus. So, und jetzt haben wir halt als Zielvisier haben wir sowas Rotes. Aber ob das nachts was bringt, weiß ich jetzt auch nicht so groß. So, da drüben haben wir eine grüne Pflanze. Die wollte ich eigentlich holen, aber ich bin ein bisschen doch zu weit weg.